Er muss gewissenhaft sein, er muss aufmerksam sein. Und bedenken Sie auch, dass der Sicherheitsbeauftragte Sie unterstützen soll. Ja, und einer, der den Produktionsbereich aus dem FF kennt und von seinen Kollegen anerkannt wird. Ui, geht's um die Nominierung zum Mitarbeiter des Monats? Naja, so ähnlich. Wir überlegen gerade, wer als neuer Sicherheitsbeauftragter in seiner Abteilung in Frage kommt. Blaumeier, würde ich sagen. Ja, das ist eine gute Idee. Bei mehr als 20 Mitarbeitern ist die Bestellung eines Sicherheitsbeauftragten erforderlich. Er unterstützt die Vorgesetzten bei der Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen. Aus diesem Grund ist er auch für kleinere Betriebe empfehlenswert. Der Herr Laumeier. Ja, bitte, kommen Sie rein. Herr Laumeier. Hallo. Bitte den Platz. Herr Laumeier, Sie wissen, wir haben Sie zum Sicherheitsbeauftragten ernannt. Sie sind jetzt seit 7 Jahren bei uns im Betrieb. Und Sie haben sich in dieser Zeit immer als äußerst aufmerksam, umsichtig gezeigt. Der Sicherheitsbeauftragte übernimmt durch die Ausübung seiner Tätigkeit keine Verantwortung. Er soll vielmehr auf kollegialer Ebene tätig sein, indem er zum Beispiel auf sicherheitsgerechtes Verhalten hinweist. Bei der Bestellung eines Mitarbeiters zum Sicherheitsbeauftragten sollte neben dem unmittelbaren Vorgesetzten auch der Betriebsrat, sofern vorhanden, mit einbezogen werden. Ihre Aufgabe ist es, einfach auf Unfall- und Gesundheitsgefahren zu achten. Wenn Sie irgendetwas feststellen, immer zu Ihrem Vorgesetzten. Die Ernennung erfolgt in schriftlicher Form. Ihre Berufsgenossenschaft hält dafür ein entsprechendes Musterformular bereit. Ihre Kollegen auf sicherheitsgerechtes Verhalten aufmerksam. Ja. Gut. Hier ist die Bescheinigung. Und bei der nächsten Betriebsbegehung sind Sie dann mit dabei. Danke. Gut. Also. Dann packen wir es wieder. Ihr Sicherheitsbeauftragter benötigt Zeit, um seine Aufgaben wirksam erfüllen zu können.